Hallo und Bibi! Blub, blub, blub. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ukulele! Oder wie ich liebevoll sage, Ukulele. Und heute lernen wir was Neues. Schau an, wie krass. Meine alten Kameraden, bitte kommt in mein Büro. Was für ein Büro? Sieht eher aus wie ein zerbröckelnder alter Tempel. Ach ja, kümmert euch nicht drum. Die besten Designer sind an der Sache dran. Die haben schon Preise gewonnen. Nur vom Feinsten. Wie dem auch sei, ich nehme an, ihr seid wegen Trousers berühmten Manövern für Fortgeschrittene hier. Ja bitte, wir haben ein paar neue Tricks dringend nötig. Super, weil ihr meine lieben Freunde seid, werde ich euch einen echten Boss-Knacker lehren. Für nur 30 Federn, ein echtes Schnäppchen. Moment mal, ich dachte, wir hätten eine Abmachung. Wir schalten Welten frei und du gibst uns Gratis-Kram. Ein Gratis-Trick gibt es leider nur in der Ivory Towers. In den Wälzerwelten gibt es das nicht. Ach, Mura. Sagt, an welche Sachen ihr interessiert seid. Dann füllen wir die erforderlichen Formulare aus. Ach was, ich kann die Sachen auch noch wählen? Schießt super Sonarschüsse, um Geheimnisse zu zeigen. Ah, mit dem kriege ich vielleicht diesen Jingo Jun, ne, der sich so versteckt hat, kriege ich den auf jeden Fall. Das ist schon mal nicht schlecht. Was haben wir denn? Schlürft essbare Objekte und schießt mit Projektilen. Ja, dann haben wir sowas wie eine Waffe, einen Kumpelkracher. Ein super Trick ist das. Damit kriege ich diese komischen Felder angeschaltet. Aber was ist nun besser? Ich denke mal, um hier heute noch weiterzukommen, nehmen wir den guten Kumpelkracher. Erste Wahl, bist du sicher, dass du diesen Trick willst? Ach, möchte er mir den jetzt doch ausreden? Ja, möchte ich. Okay, worum geht es bei diesem Trick, Trousers? Der nächste Trick ist ein umwerfendes Angebot. Ich überlasse ihn euch praktisch für umsonst. Im Ernst, bei solchen Preisen werde ich bald eine weitere Hypothek auf mein Haus aufnehmen müssen. Oh, wie schön. Ist dein Haus auch eine zerbröckelte alte Ruine? Layli. Wenn du den Kumpelkracher durchführst willst, springe einfach mit Space in die Luft, drücke dann Left Control, um uns grünen Freunden in Richtung Boden zu knallen, massiven Schaden zuzufügen. Uff, wäre es nicht sinnvoll, wenn Layli das Knallen übernimmt? Wohl kaum. Beim Kumpelkracher kracht Yuka mühelos durch Hindernisse und Feinde. Was haltet ihr von einem passenden Unfallversicherungs-, liebe Freunde? Naja, eigentlich... Nein, passt schon. Dann danke, Wurmi. Senpai. Serpent Senpai, Alter, wie gut. Mag diese Skifans. Wir haben 29 Federn, das heißt, wir können bald schon unseren nächsten Trick holen. Kommt bald wieder. Ihr werdet diese Tricks brauchen, um euer Buch zu finden. Klar kommen wir wieder. Aber jetzt testen wir erstmal unsere neue Ich-springe-auf-den-Boden-Taktik. Bäm! Zerstört. Hallo da oben, danke für das Licht, damit ich die Zielübungen vorbereiten kann. Zielübungen? Wenn du die anderen drei Blöcke-Fenster noch freilegen könntet, wäre das famos. Machen wir. Hä? Bäm. Und bam. Alles zu seinem Besten. Und bam. Herausragende Arbeit. Kommt rein, dann können wir einen sportlichen Wettbewerb um einen echten Preis ausrichten. Was meint ihr? Wo rein denn? Ach, da rein. Ja, gerne.
Aber erstmal muss ich mit dieser Bananenfrau reden. Die sieht suspekt aus. Kann ich den hier kaputt machen? Ne? Ah, mit dem, die kann ich bestimmt aufwachen mit dem Sonarschuss. Hey Knogger! Musste erstmal Knogger wegballern. Oh, ich habe nur noch 3 Herzen. Dann wird es echt Zeit, noch ein paar Knoggers wegzuballern, bevor es weitergeht hier. Womöglich nicht getroffen werden von den Knoggers. Hier ist noch einer. Zack. Was fliegt denn da in der Luft? Wahrscheinlich nichts Besonderes. So, wo geht's denn hier rein? Möchte gerne in die Höhle rein. Denn in der Höhle, da möchte ich gern sein. Ah, ich bin immer noch so begeistert von dem Spiel. Okay, das ist die Bananenfrau. Hallo, Knogger. Tschüss, Knogger. Ah, hier gibt es aber erstmal noch 3 Federn, dann können wir sogar uns direkt schon den nächsten Trick holen. Aber wir warten erstmal, vielleicht brauchen wir die ja noch für was anderes. Aber wisst ihr was, wir gehen jetzt erstmal da rein. Und noch einen hier auflecken. Zack, jetzt haben wir wieder volles HP, jetzt können wir auch genüsslich da reingehen. Bestimmt können wir auch irgendwie wieder das Wasser hier einrichten. Ah, hier ist aber auch noch jemand, mit dem wir reden können. Wir gehen jetzt erstmal da rein, weil wir diese Mission angefangen haben. Und dann müssen wir diese Mission auch zu Ende bringen. Oh. Dukes Tempel. Guten Tag, Duke. Ja, guten Tag, ihr strammen Abenteurer. Ein toller Tag für die Jagd, nicht wahr? Ah, musst du nicht eigentlich ganz einfach reden oder direkt auf uns zurennen? Wie den Neandertalern in Ivory Towers? Auf keinen Fall. Ihr solltet wissen, dass ich bei weitem ein aristokratischer Charakter im Spiel bin. Wohl kaum. In den nächsten Welten gibt es einen Typen mit einem riesigen Eispalast. Der muss richtig Schotter haben. Danke, dass ihr die oberen Fenster freigelegt habt. Kein Problem, wir haben die Drecksarbeit erledigt. Jetzt her mit dem Pagey. Was? Ihr sollt euch mal ein Fein Papier geben, sodass ich beim Notdurft auf die hiesige Fauna zurückgreifen muss? Wohl kaum. Aber die Idee eines sportlichen Wettbewerbs sagt mir zu. Ich schlage vor, ihr stellt euch Zielgenauigkeit unter Beweis. Ich stelle die Ziele zur Verfügung auf Grundlage meiner Neandertaler Brüder und ihr nehmt sie unter Beschuss. Wenn ihr trefft, überlasse ich euch den Pagey. Okay. Wie wär's? Habt ihr Lust, zu meinem Schießstand ein wenig knallen zu lassen? Hab ich schon. Problem ist, richtig, ich werde nicht treffen. Klingt gut. Schießen wir los. Oh, was für ein guter Pun. Gütiger Himmel, ihr könnt ja nicht einmal schießen. Ich denke, ihr solltet diesem Trousers einen Besuch abstatten. Auf! Ich soll mir jetzt also quasi den Sonarschuss auch noch gönnen. Was Sinn macht. Ne? Oder dieses Projektilding. Aber dann reden wir lieber erstmal mit dieser Wolke hier. Ihr seht aus wie ein flottes Paar. Hallo, das hier ist Layli. Ich bin Yuka. Und wer bist du? Ich bin Nimble. Ihr beide seht echt sympathisch aus. Wollen wir mal sehen, wer am flottesten ist? Bei einem Rennen auf meiner Bahn? Mein ich. Wir machen überall mit, wo es um mein Pagey geht. Was meinst du, Yuka? Ja, klar. Geht klar, Nimble. Machen wir ein Wettrennen. Ein cloud-basierendes Rennen, wie modern. Oh Mann. Ach du Scheiße. Rate mal, wer den Pagey nicht bekommt. Ich bin's. Los geht's, anschnallen. Bitte eine Runde. Wer zuerst alle Tore bewältigt hat, gewinnt. Und los. Geh weg.
Geh weg. Oh, oh, meine Energie geht langsam leer. Die wird immer schneller. Wie soll ich bitte... Ah, hier. Keine Chance. Ohne Scheiß. Ich sollte nochmal zurück und die Feder holen. Obwohl, wir müssen das Rennen sowieso noch öfters machen. Ey, das ist fast... Okay, ich muss einfach die Schmetterlinge kriegen. Und dann hier runter. Hier oben den Schmetterling mitnehmen. Den ich natürlich wieder nicht gekriegt habe. Aber wir wissen jetzt auf jeden Fall schon mal, wie es läuft. Wie schade. So viel Schweiß und dann nur der zweite Platz. Ich warte auf die Wiederholung. Habt ihr Zeit für eine weitere Runde? Yuka ist jetzt ausgeruht. Dieses Mal schneiden wir viel besser ab. Ich glaube ja nicht. Aber jetzt weiß ich wenigstens... Ich muss einfach die Schmetterlinge kriegen. Okay. Los geht's. Anschnallen. Bitte eine Runde. Wer zuerst alle Tore bewältigt hat, ja. Ist mir egal. Und ich fange schon mal an. Zack. Oh, guckt euch das mal an. Diesmal machen wir hier die Fahrt unseres Lebens. Alter, das ist ja so knapp bemessen. Ja, klar. Ja, ist klar. Auf jeden Fall ist das klar jetzt. Da konnte ich ja gar nichts anderes machen. Okay, und hier habe ich das Ding jetzt verpasst. Aber noch sieht's gut aus. Noch sieht es gut aus. Wir können das noch gewinnen. Oh, wieder voll. Komm schon. Ja, ich kann den aber nicht aufholen. Wenn ich einmal hinten bin, habe ich das Gefühl... Ah! Oh! Nein! Nein! Ich muss es nochmal versuchen. Wie schade, so viel Schweiß, bla bla bla. Ja, nochmal. Diesmal bin ich bereit. Diesmal bin ich guter Dinge, Leute. Jetzt habe ich die Strecke in etwa drauf. Und ich muss halt irgendwie beide von den Dingern bekommen. Was ein bisschen behindert ist. Ein bisschen schwer auch. So, hier, ich nehme die Innenkurve. Weil Innenkurven sind wie bekanntlich schneller. Ja, und schon wieder habe ich verkackt. Wenn ich kurz anhalte, lädt sich das dann wieder auf? Nein, lädt sich nicht auf. Doch jetzt! Einfach so. Manchmal lädt sich das einfach so wieder auf und dann denkst du dir so, hä? Wie kann das sein? So. Und schon wieder bin ich fast leer. Kann es sein, dass ich die ganze Zeit gar keine von diesen Schmetterlingen eingesammelt habe, weil ich immer so halb leer bin? Ey, ich... Das gibt's nicht. Ja, das kann auch jetzt wieder eine ganze Folge dauern, ne? Ich kann jetzt nicht einfach aufgeben. Es sei denn, es gibt zu einem späteren Zeitpunkt, dass man mehr Ausdauer oder so hat. Das wäre natürlich dann wieder was anderes. Kann ich hier nicht einfach Escape drücken? Nein, kann ich nicht. Okay, jetzt aber. So. So, das Ding ist auf uns auf der Spur. Aber wir geben hier nicht auf. Ah, ja, jetzt habe ich es gesehen. Da waren auch Schmetterlinge. Und diesmal rollen wir noch. Diesmal rollen wir noch. Ich habe die ganze Zeit eben die Schmetterlinge einfach nur nicht bekommen. Schmetterlinge füllen mich fast wieder ganz auf. Oh mein Gott. Ich war einfach nur richtig herbe Scheiße. Oh mein Gott, und jetzt bin ich einfach der Beste.
Und jetzt bin ich über diesen Schmetterling drüber gestoßen und jetzt kommt wahrscheinlich keiner mehr. Und das wird mein Untergang. Oh mein Gott, das wird mein Untergang. Oh mein Gott, ich habe gewonnen. Zu Recht. Zu Recht habe ich gewonnen. Beeindruckend, unfassbar, dass ihr vor mir das Ziel erreicht habt. Ja, ja, her mit der Paige, du Zuckerschnute. Ja, sicher. Dem Sieger gehört die Beute. Ihr habt beides verdient. Oh. Unser zweites Paige. Wir machen Fortschritte wie... Ich weiß nicht. Wir machen Fortschritte. Ja, hier auf dem Weg. Natürlich müssten wir den jetzt eigentlich auch nochmal langrollen, weil ich da auch noch ein paar Noten vergessen habe. Jetzt kennen wir uns ja aus. Hier so lang. Hier habe ich auch Noten. Noch nichts geholt. Die möchte ich auch haben. Aber wenn schon, denn schon, ne? Na, ich bin gewillt, jede Welt zu 100% abzuschließen. So gut es geht. Manchmal muss man ja in eine Welt mit Fähigkeiten zurückkehren. Ich denke schon, dass wir hier 60 Stück haben müssen, damit wir ja, also alle 90, alle 100. Ich denke mal, in jeder Welt gibt es 100. Aber wenn es 1010 gibt, dann macht das mit dem 100 keinen Sinn. Ist hier vielleicht noch irgendwo so ein Jingo-Jun? Dann muss ich da wieder mit meinem mit meiner neuen Fähigkeit, die ich dann später erlerne, irgendwas raushauen. Die meinte, die hat nichts mit mir zu tun, ne? Wisst ihr, was ich davon halte? Ich springe auf den Kopf. Das hat wieder nicht geklappt, auf den Kopf zu springen. So, was gibt's denn hier noch? Hier gibt's noch eine Höhle. Die habe ich auch noch nicht entdeckt. So. Hier ist aber nichts. Wahrscheinlich ist unter Wasser noch irgendwas. Kann man hier das kaputt machen? Nee. Schade. Hier sind wieder diese kleinen Pflanzen. Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir uns erstmal wieder eine neue Fähigkeit zulegen. Oder kann ich hier was machen? Ja, der will doch was von uns. Guten Tag. Ach du meine Güte. Hallo, ich hatte nicht mit Besuchern gerechnet. Ihr müsst das schäbige Duo sein, wegen dem Capital B so viel Wirbel macht. Ich darf mich vorstellen, Dr. Putz, die führende Wissenschaftlerin von Ivory Towers, zumindest war ich das, bis diese ruchlose Dr. Quack mir meine Forschungsunterlagen gestohlen hat. Psst, Yuka, was ist mit ihren Armen los? Psst. Hallo, Dr. Putz, ich bin Yuka und das hier ist Layli. Du scheinst ein paar tentakelige, technische Schwierigkeiten zu haben. Nein, nein. Alles okay. Sogar besser als okay. Ich arbeite nur gerade an meiner Lieblingserfindung, die eine großartige Transformation ermöglicht. Oh, das ist der Jumbo Jimbo von diesem Ding. Nach der furchtbaren Angelegenheit mit Dr. Quack blieb nur ein ledierter Prototyp zurück. Aber jetzt läuft die Transformation wieder normal. Naja, abgesehen von dem einen kleinen Vorfall. Ich habe da so eine Ahnung, um was es sich dabei handeln haben könnte. Wenn ihr diese Welt des Moleküls für mich findet, kann ich den DNA-Nator anwerfen und euch bei euren Abenteuern helfen. Okay, Doc. Wir werden sehen, was wir tun können. Hauptsache, ich krieg keinen Seepocken, Yuka. Okay, das heißt, wir müssen für sie was finden. Das ist nett. Das ist äußerst nett. Aber wir haben gerade nichts zu finden. Kann ich eigentlich auch hier einfach die Kisten jetzt mit meiner Stampfkörperattacke kaputt machen? Naja, wäre auch zu einfach gewesen. Ach nee, das ist wieder der Typ. Aber vielleicht kann ich den jetzt... Aua!
Aua! Okay, verstehe schon. Der hat keinen Bock, um sich mit mir anzulegen. Guten Tag, Trousers. Ich bin's wieder. Nein, Mama. Ich hab rechtzeitig zum Tee zu Hause. Warte, ich muss gehen. Willkommen, Freunde. Ja, willkommen, Freunde. Nehme ich jetzt den Schlürfschuss oder den Sonarschuss? Mit dem Schlürfschuss kann ich wahrscheinlich unten die Mission machen. Mit dem Sonarschuss kann ich bestimmt irgendwas Cooles anderes machen. Aber wir nehmen erstmal den Schlürfschuss. Erste Wahl, bist du sicher, dass du diesen Trick willst? Ja, das ist jetzt schon mein zweiter Trick. Okay, Wurmi, bring uns was Cooles bei. Nun gut, seid ihr bereit? Dieser nächste Trick ist etwas ganz Besonderes. Ein wirklich toller Trick. Nur zu, raus damit. Wir müssen ein paar Magiebücher füllen. Wenn du vor essbaren Objekten wie Bärenbüchen stehst, kannst du C drücken, um sie zu essen. Toll, nicht wahr? Das ist alles? Wir hätten diese Federn für die Casino-Welt aufheben können. Oh, es gibt eine Casino-Welt. Ruhig Blut, Layli. Da steckt sicherlich noch mehr dahinter. Natürlich. Wenn du nach dem Essen Spititem drückst. Was ist denn Spite Item? Unseres grünen Freunds sein Essen alles Schleimgeschosse aus. Völlig nutzlos. Was willst du uns denn als nächstes beibringen? Wie man einen fahren lässt? Naja, eigentlich. Ja, das war jetzt echt. Wir sehen uns wieder. Vergesst nicht, man kann nie genug Tricks auf Taschen haben. Ja, hab ich ja gemacht. Hab aber jetzt gerade nicht mehr genug, um mir noch einen Trick leisten zu können. Hallo. Weggeballert. Gegessen. Ja, dann gehen wir doch mal wieder da rein. Denn jetzt können wir auch was damit anfangen. Ich gehe aber erstmal hier auf die Zwischenlage. Oh, da oben sind auch noch Federn. Nein. Oh Mann. Ist mal wieder wie ein Depp runterrutschen. Ah, da oben sind auch noch Federn. Hab ich gar nicht gesehen. Hier an der Ecke. Zack. Dann ist aber an jeder Ecke eine Feder. Ja, so sieht das aus. Die muss ich natürlich holen. Oh, guck mal, da sind noch so ein Blumenbottich. Kann ich bestimmt kaputt machen. Kann so vieles kaputt machen. Das ist natürlich immer super. So, dann nehme ich noch das. Habe ich erst. Wir haben erst 12. 12 ist echt nicht viel. So. Und dann würde ich mal wieder sagen: Mit dieser neuen Technik und einem gewonnenen Rennen sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn ich dann erstmal mit diesem SpongeBob-Schwammkopf-Verschnitt rede. Bis dahin. Lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat und leckt an Büchen. Das macht Spaß. So wie Lele und Yuka das gemeinsam tun. Bis dahin. Nöb.